Pferde mit Liebe füttern. Das bedeutet, sein Pferd mit allen natürlichen Vitaminen und Mineralstoffen zu versorgen, die es in der modernen Pferdehaltung heute nicht mehr ausreichend bekommt. Das Familienunternehmen Natosat ist darauf spezialisiert, Pferdegesundheit dauerhaft zu erhalten, aber vor allem einem aus dem Gleichgewicht gekommenen Organismus alle nötigen Pflanzen und Kräuter für eine stabile Gesundheit zur Verfügung zu stellen. Seit über 20 Jahren hat sich Firmengründerin Marion Schwaller-Barina der Erforschung von Stoffwechselprozessen moderner Reit-, Sport- und Freizeitpferde gewidmet. Das Ziel: für jedes Pferdekrankheitsbild eine natürliche Lösung durch optimale Fütterung zu finden. Sie weiß mittlerweile ganz genau, warum Pferde heutzutage immer häufiger mit chronischen Krankheiten zu kämpfen haben. Die Pferde sind zu dick, viele Krankheiten werden dadurch ausgelöst, zum Beispiel Diabetes, Cushing oder metabolisches Syndrom, aber auch Gelenkserkrankungen sind Ursachen der falschen Fütterung. Meiner Meinung nach ist es sehr, sehr wichtig, Kräuter und Mineralien zu füttern, um die Gesunderhaltung eines Pferdes zu gewährleisten. Man muss nur einfach genau wissen, wann und warum fütter ich Kräuter und wann ein Mineralfutter. Die Kräuter- und Ergänzungsfuttermittel von Natosat sind 100% natürlichen Ursprungs und in vielfach geprüfter Bio- und Lebensmittelqualität. Deshalb sind die Kräutermischungen von Natosat besonders wirksam. Die hohe Qualität der Produkte ist ein wichtiger Baustein des Erfolges. Pferdebesitzer aus ganz Europa suchen jeden Tag Hilfe bei den kostenlosen Beratungsterminen von Frau Schwaller-Barina. Um ein ganzheitliches Fütterungskonzept für ihre Kunden zu erarbeiten, analysiert sie dafür täglich unzählige Blutwerte und Krankheitsbilder von Pferden. Dabei ist ein wichtiger Teil der Beratung auch die veterinärmedizinische Auswertung jedes einzelnen Pferdes von Tierärztin Dr. Evi Köppel. Was in der Pferdeheilkunde große Probleme macht, sind diese organübergreifenden Erkrankungen mit unklaren, vielschichtigen Symptomen, die auch schwer greifbar sind. Man kann oft keine klare Diagnose feststellen und dazu dienen auch die Blutuntersuchungen. Man kann daraus ziemlich was ersehen. Und da die Leute aufzuklären, dass sie ihre Pferde besser ernähren, besser füttern. Dem gesamten Natosat-Team ist der Kundenkontakt extrem wichtig. Marion Schwaller-Barina persönlich kombiniert für jedes Pferdekrankheitsbild individuell die passende Vitamin- und Kräutermischung. Heute in unserem Heu und in unserem Stroh ist einfach nichts mehr so viel enthalten. Ein ganz großes Problem ist zum Beispiel bei der Weidepflege, dass der Landwirt kaum Bodenproben zieht. Meiner Meinung nach ist es ganz, ganz wichtig, Kräuter- und Mineralfutter dazu zu füttern, um die Gesunderhaltung eines Pferdes sicherzustellen. Aber man muss genau wissen, was kann ich mit der naturheilkundlichen Schiene, mit den Kräutern erreichen und was erreiche ich mit einem Mineralfutter. Haben Sie Probleme mit der Gesundheit Ihres Pferdes? Nutzen Sie unsere kostenlose Beratung von Tierheilpraktikerin Marion Schwaller-Barina und Tierärztin Dr. Köppel. Unser Grundsortiment an naturbelassenen Kräutern, Vitaminen, Mineralien und Pflegeprodukten finden Sie in unserem Online-Shop. Von Atemwege bis Zerrungen, wir finden auch für Ihr Pferd das richtige Kräuterchen. Natosat. Wir geben Ihrem Pferd die Natur zurück.